Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir sind hier bereits am Punkt für die nächste Eddies Challenge, nachdem wir in der letzten Folge ja doch eine etwas langatmige Verfolgungsjagd hinter uns haben. Wir haben allerdings jetzt die Outlaw-Mission auch weitergemacht und da wollte ich mal reingucken. Es heißt nämlich aktuell, Moment, ich sollte in den Nachrichten nachgucken. Es ist eine Sache... So, es ist eine Sache, in die Richtung ab... Was? In die Richtung abzuhauen, in die du willst. Aber ein Lauf mit Cops im Nacken ist was anderes. Probiere diese Route, wenn sie hinter dir her sind. Gut, das werden wir dann auch noch, denke ich mal, machen. Aber ich muss in der Zwischenzeit mal kurz meinen Controller anstöpseln. Ah, ist natürlich wieder mal perfekt vorbereitet. Kleinen Moment. So, an der Stelle muss ich mal ganz ehrlich sagen, es hat doch einen Nachteil, dass ich die Xbox jetzt direkt auf meinen Schreibtisch gestellt habe. Da komme ich jetzt nicht ganz so bequem ran, wie als wenn sie halt bei mir unterm Schreibtisch steht, auf meinen kleinen Container. Ja, da war sie immer eigentlich ganz gut zu erreichen, aber mal kurz gucken. Fahre das Zeitfahren mit den verfolgenden Cops Ort auf... Okay, Stanley's Sturm... Ach, wisst ihr was? Das ist ein Zeitfahren. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. So, ich habe nämlich auch wieder was vergessen, verdammt. Ja, mein Timer. Ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie jedes Mal vergessen werde. Also das ist irgendwie, ja, ein bisschen schade. Aber hey, was soll's? So, Stanley's Sturm. Der Sturm der Liebe. Nein. Fahre das Zeitfahren. Genau. So, also was machen wir jetzt? Fahren wir an, halten den Cops vorbei und zeigen denen den Stinkefinger und... So, okay. Kommen jetzt hier auch noch Cops? Ach so, ich muss quasi... Bin ich blöd. Bitte keinen Kommentar. Ich habe meinen Fehler schon gefunden. Ah, okay. Ich dachte schon, dass ich das Rennen starten muss mit Cops im Schlepptau. Oder muss ich die jetzt die ganze Zeit im Schlepptau behalten? Das wäre natürlich echt kacke, weil die sind nämlich viel zu lahm. Ich lasse das jetzt. Ich fahre jetzt einfach mal ganz normal. Und wenn das so schon okay war, bin denen schon entkommen, dann ist schön, wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich das dann am dümmsten mache. Ah, da kommen jetzt wieder neue Cops hinterher, schön. Die sind gleich Stufe 3, okay, das ist schon mal auch angenehmer, wenn sie dann gleich mal ein bisschen aggressiver werden, aber ja. Irgendwie sind wir auch ein Ticken zu schnell für die, kann das sein? So, das ist schon so... Ja, ich habe mir schon irgendwas in der Richtung gedacht, dass das nicht wirklich komfortabel wird mit den Cops allgemein. Tut mir natürlich an der Stelle leid für all diejenigen, die jetzt die Cop-Mission so unglaublich geil finden, aber ich weiß nicht, ich nicht. Ich gehöre nicht dazu und ich fahre ja auch eine Grütze zusammen, aber wir haben ja auch ein Zeitziel. Yep. So... Also jetzt drei Verfolgungen in ein Zeitfahren ist schon, ja, nicht ohne. Hoffentlich hat das jetzt gezählt. So, ouch. Jetzt nochmal schön. So, schnell überspringen. So, beendet. Mission erfüllt. Okay, so, jetzt müssen wir die hier erstmal abholen. Oh, sind... So, mal gucken. Abkühlung 15 Sekunden. Ja, das kriegen wir noch locker hin. So, auf jeden Fall, es hat funktioniert. Und es war doch irgendwie möglich. Also, ja, ja, ja. Ich kann mir jetzt auch wirklich mittlerweile gut vorstellen, dass ich unter Umständen die Cop-Mission doch noch auf 100% mache. So, da sind wir jetzt entkommen. So, schön. Wir haben auch schon fast die 5-Millionen-Marke fertig. Jung. So. Aber, jetzt, okay, genau, wir wollten jetzt die Eddies Challenge weitermachen.
So, okay, ich sehe hier einige mit Level 70 durch die Gegend gurken. Was haben wir denn jetzt hier? Ist ein Sprintrennen. Gewinne ein Zeitrennen-Event zweimal nacheinander. Okay. Also das war gerade die Tageschallenge. Oder ist die Tageschallenge. Ich denke mal, das werden wir auch noch machen. Also wir werden einfach mal gucken, was jetzt hier uns erwartet. So, okay, du hast das 1x1. So, mal kurz in die Nachrichten gucken. So, Anlockens bestanden. Jetzt musst du sie richtig provozieren. Fahre quer, so oft es geht, damit sie sich richtig klein fühlen. Okay, das ist doch definitiv ein Driftversuch. Genau. Da ist es dann gleich auf Mitte. Ich habe allerdings an der Stelle, muss ich gestehen, ich habe mir mal angeguckt, was uns so erwartet bei den Cops. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das relativ wenig im Vergleich zu den anderen. So, Lauf 12. So, wieder gegen Hochgezüchtete. Aber ganz ehrlich, wir haben mit unseren Ferrari so dermaßen gute Chancen. Also es tut mir manchmal fast schon ein bisschen leid, dass ich die anderen da einfach stehen lasse. Ups. Okay, gut. Sofern ich natürlich gut fahre. Kann es sein, dass ich in exakt dieser Kurve schon mal so, ups, diesen Move gemacht habe? Kann das sein? Das so, gut. Jetzt, ja, total verkackt. So, und jetzt wieder nach vorne arbeiten. Das. Wir wollen es ja auch einen Ticken spannender machen, wa? So, aber ich denke, wir haben echt gute Chancen mit dem Ferrari. Der ist echt einfach so ein bisschen overpowered, habe ich das Gefühl. Aber ich habe schon im Internet gesehen, dass da so manch andere Autos noch viel, viel krasser sind, wenn man mit ihnen umgehen kann natürlich. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ferrari hier gerade echt zufrieden. Ich hätte es nicht gedacht. Ich muss eigentlich gestehen, ich hätte eigentlich gehofft, dass diese Rolle, die jetzt der Ferrari eingenommen hat, der Nissan GT-R gemacht hätte. Das hätte ich mir gewünscht. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. So, cool. Ist schön rum. Aber naja, alles in allem, der Ferrari war sein Geld auf jeden Fall wert. Und ihr seht es ja selbst, also man kommt damit echt gut klar. Also selbst wenn man jetzt kein Ferrari-Fan ist, ups, wie ich eigentlich, obwohl ich natürlich trotzdem sagen muss, so ein paar Modelle gefallen mir schon ganz gut, also keine Frage. Aber ich würde mich jetzt nicht als Ferrari-Fan bezeichnen. So, dazu bin ich einfach viel zu sehr Nissan-Fan. Ja, aber ganz ehrlich, das sollte eigentlich auch nichts Neues für euch sein, oder? Habt da das Gefühl, dass ich euch da gerade was Neues erzählt habe? So, Nummer 12 haben wir. Schön. So, was kommt jetzt? Eddie, ja, was hast du denn? Ich muss zugeben, das war ein gutes Rennen. Du hast Talent und Hirn. Okay, sieh in der App nach, wie es weitergeht. Bis später. Tudum. So, mal gucken. Wenn das jetzt auch ein Sprintrennen ist, dann werden wir das jetzt machen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ein Rundkursrennen. Nein, das werden wir dann jetzt nicht machen. Ich werde mal kurz gucken. Ein kleines Sprintrennen, damit ich die Tageschallenge fertig habe. Denn ich brauche da nämlich noch bei den Tageschallenges, oder besser gesagt bei der Monatschallenge, brauche ich Rang 10 für ein Achievement. Ja, das mache ich jetzt an der Stelle auch einfach mal mit. Da nehme ich euch jetzt mal mit auf ein ganz, ganz leichtes, schönes, easy Event. Rase bis zur Ziellinie, lass das Drehmoment spielen. Das sind wir ja auch schon mal gefahren, muss man mal dazu sagen. So, und zwei Sprint-Events hintereinander gewinnen, kommen, das sollten wir noch lockerst schaffen. Tschüss. 7 Kilometer. Ups. So, also wenn ich jetzt nicht totale Grütze fahre, sollten wir das eigentlich relativ leicht schaffen. So, ich habe hier einen Total-Crash gebaut und bin trotzdem noch vorne. Gut, also die Chancen stehen gut. Aber man sieht man im Vorfeld eigentlich, wie lang die Events sind? Oder sieht man das dann erst, wenn man im Event ist? Habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf geachtet. Und ich spiele das Spiel jetzt, sind wir in Folge 41, wenn ich mich nicht irre. Und
Ja, sind ja schon so ein paar Spielstunden. Ich denke, das größte Problem ist einfach bloß, dass ich das jetzt wirklich an mehreren verschiedenen Tagen hintereinander aufnehme und nie wirklich so lange konstant hintereinander weg aufnehme, dass ich einfach im Flow drin bleibe, als dass ich mir das dann alles so ohne Probleme merken kann. Vor allem, ich spiele ja nebenbei auch noch andere Spiele. Also das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis. So. Gut, also ich brauche nicht mal mein Nitro. Gut, ich denke mal, das Getriebe hätte man eigentlich echt noch einen Ticken länger übersetzen können. So, gut und... So, komm rum. Yes. Läuft doch ganz gut, ne? So, und da vorne ist die Zieleinfahrt schon schön. Gut, dann müssten wir jetzt die Tageschallenge hoffentlich auch fertig haben. Gut, er hat uns gleich noch ein paar Erfahrungspunkte gebracht. So, war das jetzt? Nee, hat er jetzt noch nicht gezählt. So, haben wir jetzt noch ein... okay, komm. Was soll's? Ja, dann mache ich das halt nach der Folge dann in Ruhe. Also vielleicht werden es rendert schon oder so. Also damit werde ich euch jetzt nicht nerven. So, dann machen wir jetzt noch hier das schöne das Rundkursrennen. Die nächste Eddies Challenge. Wir haben nämlich noch ein wenig Zeit. So. Ja, an der Stelle habe ich mal kurz mir ein bisschen mehr Licht gemacht, bevor es hier zu dunkel wird. Ich versuche nämlich noch irgendwie die Zeit rumzukriegen bis zur Ubisoft-Pressekonferenz. Die wird definitiv jemanden im Unglück bringen. Dementsprechend, wow, wisst ihr schon, dass ich ein wenig im Voraus aufnehme. Ich weiß noch echt gar nicht, wann diese Folge rauskommt, also... Dementsprechend, ups, kann ich noch nicht über irgendwelche anderen Sachen quatschen. Obwohl ich mal gespannt bin, also gerade die Ubisoft-Pressekonferenz, ja, ich, spiele natürlich auch Rennspiele von anderen Herstellern, außer EA, Hashtag Forza. Nee, ich bin ja da eh relativ offen, was sowas angeht, also ich will da jetzt keine, keine Marke einfach mal völlig außen vor lassen oder bevorteilen. Also da versuche ich eigentlich immer relativ breit gefächert zu zocken. Halt, wenn das Spiel gut ist, ist es gut. Punkt. Ja, aber gerade bei The Crew 2 bin ich auch echt gespannt, was sie da noch rausholen, weil der erste Teil, der war ja an sich schon ganz cool. Also den habe ich ehrlich gesagt auch weit länger gespielt als... als ich eigentlich zugeben möchte. Und hier bin ich gerade wieder scheiße gefahren. So, wie viele Runden? 4. Okay, gut. Also geht es noch nicht komplett um die Brust. So, perfekter Moment. Was war denn das? Ach so, stimmt. Da driften Outlaw, Style und was nicht noch alles. Halt alles gleichzeitig bekommen. Ah, schon wieder die Puppe. Ja, gut. So, nehme ich es jetzt einfach so hin, wie es ist. Ich lasse mir jetzt einfach gemütlich Zeit. Denn ich glaube, das größte Problem bei dem Rennen jetzt hier bin wirklich ich selbst. Beziehungsweise ich mache mir selbst die meisten Probleme. Ups, in denen ich zum Beispiel an manchen Stellen zu krass runterbremse oder zu wenig runterbremse. So. Also hier fährt noch irgendjemand anderes rum. Kann es eigentlich auch vorkommen, dass auf der dass zwei Leute das gleiche Event gleichzeitig probieren? Also dass quasi jetzt hier parallel zu mir jemand anderes dieses Event hier auch spielen würde. Bloß halt mit seinen Gegnern dann quasi.
Dass man dann quasi nicht, oh Gott, wie viele sind wir hier? 5? Dass man dann quasi zu 10 unterwegs ist auf der gleichen Strecke. Wäre eigentlich schon recht amüsant, muss ich sagen. So. So, 6 von 15, perfektes Nitro. So, Mimi. Tschüss. So, aber ich glaube, der fährt das auch das Event. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Oder fährt einfach bloß per, eher so per Zufall da die gleiche Strecke. Okay, komm, rum da, rum da, rum da, rum da. So, Ziel. So, dementsprechend nächste Eddies Challenge fertig. Schön, neue persönliche Bestleistung. So, ich muss mal gucken. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwie Stufe 50 erreichen, damit wir den Ferrari auf 100% hoch pushen können. Na, da brauche ich aber noch einiges an Erfahrungspunkte. Also, ja, so, die können sich schon ganz schön ziehen. So, Eddie, was hast du denn? Also, ich bewundere Travis. Ich meine, ich habe dem Kerl nie vertraut, aber er hat ein Auge für Talente. Und irgendwie wusste er, dass du es mit mir aufnehmen kannst. Verdammt, nichts hat sich geändert. Wir sehen uns. Okay. So. Damit, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer wurde, bin ich jetzt erstmal raus für diese Folge. Da ich jetzt noch eine aufnehme, sehen wir uns dann vermutlich gleich wieder. Oder ihr guckt am Tag der Erscheinung, dann müsst ihr unter Umständen ein bisschen warten. Ich guck auch mal, oder besser gesagt, werde geguckt haben, dass ich, wenn ich zu viel im Voraus aufgenommen habe, dass ich dann auch ein paar mehr Folgen raushaue, also dass ich dann vielleicht wieder auf 2 Folgen pro Tag gegangen bin oder so, weiß ich einfach noch nicht. Muss ich gucken, wie ich Zeit habe. So, jetzt völlig konfus. Jetzt bin ich aber wirklich raus für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und Kommentar da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es mit Eddies Challenge und mit den, mit der Outlaw-Mission weitergeht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die weitermache. Aber ja, bis dahin aber erstmal. Ciao, ciao.